Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe noch meinen Pyjama an, denn es machte für mich jetzt keinen Sinn für den Anfang des Videos, einfach Klamotten anzuziehen, weil ich möchte gerne mit euch zusammen heute einen Fashion Haul drehen. Zum einen war ich mit meiner Mom shoppen, da habe ich mir was bei Zara gekauft und bei Esprit. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Und zum anderen habe ich was von Chiquelle zugeschickt bekommen, was ich gerne in diesem Video auch zeigen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So starte ich hier dieses Video. Ist es nicht wundervoll? Ich liebe so Schlabberoberteile und kuschelige Pyjamahosen. Läuft bei mir. Leute, wir starten tatsächlich mit Unterwäsche. Wahnsinn, oder? Und zwar habe ich mir bei Esprit etwas ausgesucht, beziehungsweise meine Mama hat mir das geschenkt. Das ist echt weird, dass meine Mama mir Unterwäsche schenkt, wa? Okay, auf jeden Fall ist es halt so ein schöner BH. Super angenehm. Und der ist halt in Nude und hat ein bisschen Spitzendetails, aber das ist jetzt nicht so ausschlagmäßig, sage ich mal, ausschlaggebend. Ich habe den in der Größe 75B. Jetzt wisst ihr auch offiziell, was meine Hupen für eine Größe haben. Und der ist halt auch zum einen, dass du den hier auch verstellen könntest. Du kannst ihn auch in unterschiedlichen Weisen tragen. Hat hier auch noch so BH-Trageviecher mit dabei. Ich finde den super angenehm, super praktisch, auch einfach unter irgendwelchen weißen Klamotten, weil dann sieht man halt nicht ein BH, weil wenn ich sowas trage, entspricht das am ehesten meiner Hautfarbe und wenn ich was Weißes trage, würde man das sehen, ne? Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen mehr invisible-mäßig und gleichzeitig ist er halt wirklich angenehm zu tragen, weil ohne Bügel und ist halt ein bisschen gefüttert, sodass man halt nicht sehen würde, wenn einem kalt ist oder so und den finde ich richtig schön. Ja. Den werde ich gleich während des kompletten Videos drunter tragen. Schöne Information, oder? Passend dazu habe ich mir auch ein Höschen geholt. Ich weiß, Unterwäsche zu zeigen ist immer so eine Sache bei YouTube, aber meine Güte, der ist jetzt halt in diesem Moment auch einfach mal ungetragen, ne? Deswegen ist es alles gut. Das ist halt auch eine praktische Geschichte, weil man ihn auch nicht sieht. Ich habe auch eine weiße Hose mit dabei und da hoffe ich auch, dass man das nicht durchsehen wird. Und hinten ist der einfach so ein Zwischending zwischen Tanga und Slip, würde ich sagen. Also der geht so einigermaßen über die Pobacken drüber, aber halt auch nicht komplett. Und das finde ich halt auch irgendwie ganz nett. Das ist nicht nur so, ja, Nude Underwear, sodass man halt quasi nichts sehen würde, sondern es ist gleichzeitig auch noch ein bisschen schick, ne? Hat noch ein bisschen Schleifchen mit dabei und so. Deswegen finde ich das ganz schön. Den habe ich jetzt in der Größe 38. Genau. Was ich zuerst damit kombinieren möchte, ist zum einen diese weiße Hose. Die habe ich von Chiquelle zugeschickt bekommen. Da kann ich mir immer mal wieder etwas aussuchen. Dann schicke ich denen so ein paar Links von Kleidungsstücken, die mir sehr gut gefallen. Und die stellen das dann entsprechend zusammen, wie es halt auch am besten verfügbar ist. Da habe ich hier eine Sunrise Promenade Leinenpants. Also das ist halt wirklich eine Leinenhose, die sehr, sehr bequem ist, sehr atmungsaktiv und halt aus Leinen. Die ist weiß. Und ich hoffe, dass die Länge passt. Das müssen wir mal gucken. Das müsste jetzt die Größe 38 sein. Genau, weil ich habe mir gedacht, wenn die so einen Gummizug hat, dann kann man das auf jeden Fall wagen. Und hinten haben wir auch Taschen, was ich super praktisch finde. Weil ich finde, wenn du eine Hose anhast ohne Taschen, kann das manchmal merkwürdig aussehen. Die ist jetzt auch ein bisschen höher geschnitten und das finde ich ganz cool. Und da freue ich mich drauf, die gleich anzuziehen tatsächlich. Und hier haben wir dann auch eine Kordel, die das Ganze dann entsprechend zuziehen kann. Das heißt, dann ist es halt auch variabel in der Breite. Ansonsten wirkt sie halt auch etwas durchsichtig, deswegen freue ich mich, dass ich mir diese nudefarbene Unterwäsche auch noch geholt habe, weil sowas hatte ich vorher halt noch nicht. Deswegen habe ich mich auch vorher noch nie getraut, so ja, durchsichtige Leinenhosen oder Leinenhosen an sich mir zu holen, vor allem in weiß und vom Stoff her richtig, richtig schön. Also das gefällt mir, das ist eine super Qualität und ja, die wird gleich auf jeden Fall angezogen. Dazu möchte ich dieses Oberteil erstmal kombinieren. Das habe ich mir auch von Chiquelle ausgesucht. Das ist Dusty Pink Somon, Size One Size. Ja, da bin ich auch gespannt. Das hat hier oben halt so ein bisschen diese durchsichtigen Applikationen, was ich ganz hübsch finde. Und hier wird es sehr, sehr locker fallen, genauso auch an den Armen, weil die Arme sind halt sehr schön weit. Ich denke, das ist halt auch so ein schönes Frühlingsoutfit und das ziehe ich jetzt doch mal zusammen an. Hier haben wir so eine schöne Riffeloptik, das finde ich echt schön. Das fühlt sich sehr, sehr leicht und elegant vom Stoff her an. So geht es übrigens meinem Rücken. Also der Sonnenbrand ist weitestgehend weg. Es wird immer noch zweimal täglich eingecremt, aber ich glaube, ich werde da braun. Und hier haben wir dann das erste Outfit einmal angezogen. Ich finde diese Ärmel total
super. Dadurch, dass die Hose auch ein bisschen höher geschnitten ist, passt es auch mit der Oberteillänge. Also das Oberteil finde ich echt traumhaft schön. Es ist einfach mal was anderes. Und hier sieht man auch, was so ein Nude-BH einfach, ne? Das ist, man sieht ihn halt nicht wirklich durch. Das finde ich super klasse. Man sieht ihn hier ein bisschen, aber das finde ich bei einer nude-farbenen Geschichte auch nicht schlimm. Deswegen, ne? Das ist sehr schick hier oben. Ich mag das richtig gerne. Und hier fällt es halt super leicht am Bauch. Also das sieht man auch hier so, och, walle, walle. Da könnte man auch einen hochgeschlossenen Rock zu anziehen. Da habe ich ja auch welche von. Und das ist hier so in zwei Partien, was ich auch schön finde. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Mag ich auch ganz gerne leiden. Die Hose finde ich echt bequem. Ich denke, ich hätte mir die am besten noch eine Nummer größer bestellen können, weil hier ist die Länge tatsächlich auch so eine Kiste. Ich bin 1,73 groß, da ja, hat man dann echt Probleme mit Hosenlängen. Ich finde die Taschen herrlich, finde es super angenehm. Dadurch, dass du hier hinten Taschen hast, ist es auch nicht ganz so durchsichtig und es geht auf jeden Fall klar. Also ich finde, das ist so ein schönes Sommernachts-Outfit, was ich jetzt quasi anhabe. Und gefällt mir alles beides richtig gut, weil das so schön luftig leicht ist. In meiner Freizeit würde ich das auch so tragen. Da hätte ich auch kein Problem damit, wenn es halt ein bisschen bauchfrei ist. Im Büro würde ich dann tatsächlich etwas drunter ziehen. Hier was, ja, einen etwas höheren Rock oder so, ne? Ansonsten wäre mir das ein bisschen zu luftig am Bauch. Da brauche ich nicht bürofrei vor allem, bauchfrei sitzen. Aber so ist es schon schick. Ich mag es gerne leiden. Bei diesem Oberteil muss ich mal schauen, ja, es ist halt sehr, sehr durchsichtig. Es ist eine schöne Bluse, auch wieder schön luftig und sie ist hier unten auch sehr kurz geschnitten und walle walle, hat einen tiefen Ausschnitt. Ja, mal gucken, ob ich das so tragen werde oder ob ich halt noch einen Top drunter anziehe, das muss ich gleich mal schauen. Die hat an den Armen halt so ein Bündchen, so ein Gummibündchen. Das ist immer eine etwas schwierigere Kiste. Übrigens habe ich auch für die nächsten Tage einen Gutscheincode bei Chiquelle, da könnt ihr 20% sparen, den schreibe ich euch hier unten auch mal rein. Schau da einfach mal vorbei, der geht immer nur eine begrenzte Zeit. Dieses Oberteil habe ich mir übrigens in der Größe M ausgesucht. Mal gucken. Ja, ich kann mich tatsächlich so trauen, mit dem BH das zu tragen. Es ist durchsichtig. Man sieht auch ein kleines bisschen den BH durch, aber dadurch, dass er halt nudefarben ist, sieht man ihn nicht wirklich. Also mir gefällt dieses Oberteil sogar noch besser als das, was ich eben anhatte. Und dieses Mintgrün gefällt mir. Mir gefällt diese Wickeloptik, die dieses Oberteil gibt. Und es ist halt richtig schön luftig leicht. Doch. Auch von der Armlänge her gefällt mir das richtig gut. Und das hier könnte ich tatsächlich auch so in Kombination tragen, auch im Büro, ne? Weil das schließt halt schon ab, das ist alles soweit so gut. Das gefällt mir richtig gut. Und die Armlänge, Leute, da könnte ich ja sogar noch längere Arme haben. Das ist nicht zu eng. Ich hatte echt befürchtet, dass mir das zu eng und zu kurz sein wird. Aber nichts ist der Fall. Ich muss, ja gut, hochziehen ist dann schwierig, weil ich habe keine dünnen Ärmchen oder so. Wenn ich das jetzt hochziehe, dann wird es doch etwas eng. Aber ansonsten, ich muss es gar nicht hochziehen, weil das ist ja so luftig, das macht ja gar keinen Sinn, ne? Ansonsten finde ich diese Bluse wirklich, wirklich, wirklich schön. Die finde ich echt klasse. Ja, vielleicht im Büro ein bisschen was drunter ziehen? Na, würde Sinn ergeben, ne? Ansonsten wirkt das vielleicht ein bisschen zu nackelig, aber mir gefällt's. Ich finde das schick. Als nächstes habe ich mir dieses Kleid von Chiquelle ausgesucht. Das ist in der Größe M. Das ist ja so total angesagt mit diesen Knöpfen. Da muss ich schauen, zum einen, ob mir das steht, zum anderen, ob ich das leiden mag. Ich finde das sonst immer ein bisschen, ich weiß nicht. Ich bin da eigentlich, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Knöpfen, kann man das so sagen. Auf jeden Fall, mochte ich das Muster halt auch sehr, sehr gerne mit den Blumen. Das kann aber halt auch sehr schnell altbacken wirken. Da müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten ziehe ich das einfach mal an, ne? Ich weiß ja nicht. Mag ich das? Von der Länge her ist es ziemlich kurz. Also da muss ich sagen, ja, also ins Büro würde ich es nicht anziehen, ne? Weil mir das zu kurz wäre. Es sitzt sehr luftig, locker, leicht. Das finde ich angenehm. Aber ich weiß nicht, ob mir sowas steht. Ich hätte jetzt eher nicht gesagt, dass mir sowas steht. Ich fühle mich da nicht so ultra wohl drin. Sehr altbacken, oder? Aber ich glaube, das liegt halt nicht nur an diesen Knöpfen, sondern auch so ein bisschen an dem Schnitt. Das wirkt halt sehr, sehr brav. So brav bin ich ja nicht, ne? Ich weiß nicht, wenn man hier vielleicht einen Gürtel drum macht, könnte das ein bisschen aufregender aussehen. Aber so sieht es doch sehr sackmäßig aus und gefällt mir jetzt nicht wirklich. Schade. Beim Model sah es gut aus.
Bei mir jetzt nicht so. Ich meine, mir gefällt, dass es hier so auch abgetrennt ist, ne? Dass quasi die Hupis dann auch ein bisschen schöner rausstehen. Aber es spannt hier. Und ich habe ja keine großen Hupen, ne? Ihr habt es ja eben gesehen, 75B, das ist ja nicht so die Welt. Aber da hätte ich tatsächlich echt ein bisschen Bedenken. Und wenn ich das aufmache, dann ist mir das einfach zu aufreizend. Muss ja auch nicht sein, ne? Nee. Nicht mein Style. Als nächstes möchte ich euch ein Outfit vorstellen, was ich mit meiner Mom zusammen geshoppt habe. Da werde ich zunächst diese Hose anziehen, denn die Intention von unserem Shopping-Gang, den wir hatten, war, dass ich mir gerne eine vernünftige Jeans in der Größe 40 kaufen wollte. Und da habe ich hier bei Zara eine gefunden. Müsste Zara sein, ne? Ja, genau, das ist diese hier. Die fand ich ganz cool und ganz nett. Ja. Ne? Ist ein bisschen so eine verwaschene Hose, Premium, the 80s, Lot 1017, Baring Blue, keine Ahnung, das steht hier hinten so drauf. Und genau, ich habe das halt in der Größe 40. Die ziehe ich doch mal an. Und zwar in Kombination mit diesem Oberteil von Esprit. Das finde ich richtig hübsch, das hat so kleine Puffärmelchen, das finde ich niedlich. Die Qualität ist richtig, richtig gut, hat mir echt klasse gefallen. Und ja, das habe ich in der Größe S mitgenommen, weil das einfach auch gut gepasst hat. Ich weiß auch nicht, manchmal passt mir S, manchmal passt mir M, manchmal passt mir L. Das ist alles sehr, sehr weird. 29,99 hätte das normalerweise gekostet, aber wir haben irgendwie 10 oder 15% auf alles bekommen, als wir da in dem Laden waren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich das gerne dazu kombinieren. Ich finde, dieses Outfit hat halt diesen typischen Jeans-Girl-Style, also typisch blaue Jeans und dazu einfach ein weißes Shirt. Das ist so, ich fühle mich damit immer so jugendlich, sportlich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, dass das T-Shirt, wie auch immer, sitzt wie eine Eins. Es ist wie angegossen, aber trotzdem halt so ein bisschen luftig. Das ist so angenehm. Es macht hier eine schöne Form. Es macht hier schöne Arme, diese Ärmelchen. Ach, das finde ich richtig, richtig klasse. Und ich mag diesen Schnitt von dem Ausschnitt. Das ist echt klasse. Und wenn man dann im Sommer irgendwann mal etwas gebräunter ist, dann sieht man das hier auch richtig schön. Und an den Armen, das ist so richtig sommerliches Outfit. Wenn man irgendwo zum Grillen geht zum Beispiel, mag ich unheimlich gerne. Von hinten sieht es dann so aus und ich finde es einfach schick, ne? Und wenn wir schon mal bei hinten sind, das ist die Jeans. Ich mag sie richtig gerne, die sitzt super, super, super angenehm. Die hat natürlich auch einen entsprechenden Stretcher-Teil mit drin. Ich feiere es, dass ich mir endlich mal Hosen in meiner Größe kaufe, weil ich hier, das ist hier einfach angenehmer für mich, ne? Ja. Ist einfach so. Man muss ja realistisch bleiben. Auch von der Länge her ist die Jeans einfach voll meins. Ne? Da kann ich Sneaker zu anziehen, ich kann da hohe Schuhe zu anziehen, ich kann mich da sehr wohl mitfühlen. Ich kann mich damit hinsetzen, ich kann damit durch die Gegend laufen und fühle mich einfach wohl. Und ja, das ist halt auch so ein richtig schönes Outfit und ich mag einfach diesen ganz basic Style. Das mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Und ja, mir gefällt beides sehr gut. Dieses T-Shirt habe ich bei Zara gefunden und ich schaue mal, ob ich euch das irgendwie verlinkt bekomme. Es ist Tinkerbell. Es ist so schön. Ich habe das in der Größe S mitgenommen, weil das so ein bisschen oversized ist. Es ist tatsächlich auch von der vom Material her etwas durchsichtiger, ne? Also da muss man halt auch wirklich drauf aufpassen, dass man entweder einen Top drunter zieht oder halt einen nudefarbenen BH oder sonst irgendwas. Ja, das ist halt einmal von vorne Tinkerbell, wie sie sich halt nach hinten so umdreht. Das ist schon ziemlich süß. Und hinten auf dem Rücken haben wir sie dann auch nochmal drauf. Aber hier ist es halt in einer etwas anderen Art drauf gemacht. Da räkelt sie sich ein bisschen. Ich finde, Tinkerbell ist so eine wunderschöne Frau, Elfe, was auch immer. Für mich auf jeden Fall ein Kindheitsstar, um das mal so zu sagen. Deswegen habe ich mir das gerne ausgesucht. Das hing da so rum und dann habe ich mir das einfach mal eingepackt. Das ist ein bisschen uneben von der Oberfläche her. Das ist so wie, ich weiß nicht, gummiert ist das, ne? Das ist ziemlich cool und das ziehe ich jetzt auch einfach mal an. So schaut das Ganze dann angezogen aus. Wie ihr seht, das ist wirklich oversized. Aber ich würde tatsächlich hier die Geschichte einmal in die Hose reinstecken, damit man halt auch ein bisschen, ne, dieses lässige, aber irgendwie schicke noch mit bei hat. Ich finde, das kann man auf jeden Fall so auch ganz normal tragen und nicht nur zum Schlafen. Also von daher finde ich das richtig, richtig schön. Man kann das schön kombinieren mit Accessoires und hat einfach, ach, ich liebe dieses,
diesen Print. Ich mag, dass es so in diesem gezeichneten Stil ist und ich finde einfach auch diesen, ich mag Tinkerbell. So, deswegen, ja, passt es halt auch einfach und es passt zu einer Blue Jeans. Es würde auch passen, wenn man irgendwie einen Rock anhat und den Rock dann entsprechend höher zieht, dann sieht man halt nicht mehr so viel von Tinkerbells Körper, aber trotzdem, ich finde, dass es passt und ja, hinten würde ich es einfach ein bisschen raushängen lassen, um es lässiger zu haben und so würde ich das auf jeden Fall tragen. Ich mag's. Ich glaube, 15,95 hat das Shirt gekostet und ja, das ist es auf jeden Fall wert, ne? Ich mag das. Außerdem haben wir bei Zara diesen extrem schönen Frühlingsmantel gefunden. Der ist so, so schön und der war irgendwie um 40% reduziert. Also es lohnt sich dann doch manchmal Sachen zu kaufen, die jetzt nicht gerade mega angesagt sind, sondern aus der letzten Kollektion stammen oder so. Ich finde, dass der super gut verarbeitet ist. Der fühlt sich richtig toll an. Man kann den hier schließen und das werde ich euch gleich auch nochmal angezogen zeigen. Den habe ich in der Größe M mitgenommen. Hier sehen wir dann auch nochmal den Stoff und das ist so, ich weiß nicht, Wildlederimitat oder sowas. Auf jeden Fall super weich und super angenehm und ich mag es einfach sehr, sehr gerne, so helle Mäntel und so gerade im Frühling, Sommer zu tragen. Ja, mag ich einfach gerne. Ja, den ziehen wir doch mal an. Ja, also von 39,95 ging dann echt nochmal 40% runter. Das fand ich richtig heftig. Und ich mag das auch gerne, wenn der halt so ein bisschen oversized ist. Das, ne, muss nicht immer super eng anliegend sein, weil so kannst du dann auch noch ein bisschen was drunter tragen. Preisschild verstecken wir jetzt mal hier drin, weil das sieht ja auch nicht so hübsch dann aus, ne? Kann man hier einfach mit einem Knoten dann zumachen. Den Knoten kannst du auch zur Seite machen, dann hast du es ein bisschen lässiger. Und ja, das ist halt so diese Trenchcoat-Optik und ich finde es einfach super lässig, super cool und ich mag ihn richtig, richtig gerne leiden. Der ist auch so hier oben ein bisschen aufregender geschnitten und zwar hat er hier dieses Detail, was sich hinten am Rücken auch weiterzieht. Ich glaube, ich habe den, ja, ich habe den Gürtel verdreht. Hey. Also richtig klasse. Und von der Armlänge her, Leute, 1A, finde ich immer so wichtig, dass gerade Jacken, ne, nicht zu kurz an den Armen sind. Wenn es draußen ein bisschen frischer wird und man sich eben ein Jäckchen überwirft, dann ach, ist sowas echt schön. Das ist so schön weich und fühlt sich gut an und ich mag ihn richtig gerne. Ist jetzt nicht ultra figurbetont, weil er halt etwas lockerer sitzt, aber ich finde, dass das einfach mal auch vollkommen sein darf. Man kann ihn natürlich auch offen tragen, aber ich persönlich würde ihn ja eher geschlossen tragen, aber auch offen sieht er ziemlich cool und lässig aus. Ne? Ich mag ihn leiden. Wir sind auch noch ein bisschen bei TK Maxx fündig geworden. Leute, ich habe mich so aufgeregt. Ich wollte so gerne mir Beauty-Produkte kaufen und es gab so schöne Sachen von Stila, von Becker. Diese Royal Idols von Catrice für super günstig, aber ey, die waren alle zerstört. Ich weiß nicht, was die Leute da machen, aber die scheinen den Laden zu stürmen und mutwillig auf die Produkte einzuprügeln. Lass das bitte. Also ich finde das total respektlos irgendwo auch, weil es gibt definitiv Leute, die die Produkte kaufen möchten, wie mich zum Beispiel, die sehr, sehr gerne da einen Schnapp machen würden. Und dann kommst du da hin und hast dann einfach, ja, alles kaputt. Und das sieht auch ein bisschen traurig aus. Naja, das erste, was ich bei TK Maxx ergattert habe, ist dieses Hair Wrap Duo von Brushworks. Von Brushworks habe ich ja eine Wimpernzange, die mir richtig gut gefällt. Kann man bei Lookfantastic kaufen. Und diese Hair Wraps, das sind ja für die Haare, ne? Damit die besser trocknen können. Das kostet normalerweise wohl 12 Euro und gab es da halt für 6,99 Euro. Fand ich klasse, denn ich habe echt ein Problem. Also ich mache das jetzt wirklich immer wieder und ich verlinke euch auch gerne mal hier oben im i meine Haarroutine. Ich mache das wirklich jeden Abend, dass ich meine Haare da reinmache und darin trocknen lasse oder antrocknen lasse und es hilft. Also es macht die Haare wirklich glanzvoller. Ich hatte leider nur eins davon mal in der Box drin gehabt und jetzt habe ich dieses hier gesehen und habe es halt direkt mit eingepackt, weil ich finde, dass wenn du 7 Euro, also 3,50 Euro pro Hair Wrap hast, finde ich vollkommen in Ordnung, ne? Also das ist super günstig und ja, durfte deswegen gerne mit. Eigentlich wollte ich keine Schuhe. Und eigentlich habe ich meiner Mom auch gesagt, als wir so bei TK Maxx nach Schuhen geguckt haben, ah, ich finde hier eh nichts, ich brauche das auch nicht, ich habe genug Schuhe, wollte sie mir das eh mal aussortieren. Ja, dann kam sie aber mit diesen hier um die Ecke. Leute, das sind richtige All-Star Converse oder Converse All-Star Chucks. Ich hatte damals eine Zeit, wo ich
mir diese günstigen Chucks gekauft habe und ich habe sie so lange getragen, bis sich hier die Sohle gelöst hat. Also wirklich, ne, es war richtig krass. Ich hatte so eine kleine Punkphase, um das mal so zu sagen. Und nicht nur eine kleine. Und habe niemals mir diese Schuhe kaufen wollen, weil die einfach auch so furchtbar teuer waren. Natürlich kriegst du die auch immer irgendwo ganz toll im Angebot, ne? Aber ja, ich habe mich einfach drin verliebt. Und meine Mama hat gesagt, komm, ich kaufe dir die. Und ich habe einfach gedacht, ja, geil. Wirklich, als ich ein junges Mädchen war, wollten meine Eltern halt mich nie auf diesen Markentrip bringen und haben auch immer gesagt, nee, komm, hol dir lieber so diese No-Name-Geschichten, weil du wächst eh raus und du gehst ja auch nicht unbedingt so vorsichtig mit den Produkten um und so weiter. Und jetzt hat meine Mama mir tatsächlich die Schuhe gekauft, die ich vor 15 Jahren so dermaßen hätte haben wollen. Also besser spät als nie. Aber ich liebe sie. Das ist von 64 Euro reduziert auf 39,99 und das ist halt meine perfekte Größe. Das ist 41,5. Und ich habe so ein Zwischending zwischen 41, 42, weil ich auch unterschiedlich große Füße habe und ich ziehe sie an und ich liebe sie, weil das sind die ersten Chucks, und das sind jetzt ja echte Chucks, ne, die ein Fußbett haben. Das hatten die anderen nämlich nie. Kann man das so zeigen? Ich weiß nicht. Wie soll ich meine Füße anders in die Kamera halten? So. So geht's, glaube ich, ne? Meine Herren, ich liebe sie. Sie passen wie angegossen. Die sind so unfassbar toll. Und ich glaube, das werden so meine Sommerschuhe 2020. Ich lieb's. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Das passiert, wenn man hier so vor der Kamera kniet und das Gleichgewicht verliert. Läuft bei mir. Entschuldigung. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!